それが人生を謳歌ノのブラックボス手術は効果今日リミットライン全て描画。Herzlich willkommen zu meinem ersten Anime-Unboxing, weil es, ja, Unboxing ist wohl selber schlecht der falsche Titel, weil ich habe es schon geöffnet, weil, nun ja, der Akku meines Videoaufnahmegeräts war alle und ich konnte es einfach nicht erwarten, die Synchronisation von dem Anime anzuschauen. Und ja, reden wir nicht lange um den heißen Brei. Wie man sehen kann, habe ich schon weggenommen, ist ja klar. Damit ihr meinen Namen nicht sehen könnt. Und nun ja, wie schon gesagt, ich habe es schon vorher mal geöffnet, damit ich in einen Blick reinwerfen kann. Und ich zeig's euch, es ist der Anime Blue Exorcist. Nun ja, wie man sehen kann, habe ich das Plastik einfach nochmal draufgelegt. Also, so hätte es ausgesehen, hier oben mit einem Limited Sticker und hier unten mit dem FSK 16 Zeichen. Und ja. Der Anime habe ich erst dieses Jahr entdeckt und musste mir wohl über Öl auf dem Englisch-Sub anschauen. Aber er hat wirklich überzeugt mit seiner wirklichen... Es ist lustig und es ist auch wirklich spannend, der Anime. Nun ja. Hier kann man sehen die Vorderseite. Hier die Seite. Die Hinterseite, hier die andere Seite. Wenn man jetzt hier das hier rausnimmt, sieht man hier unten einen Dämon. Entschuldigung. Das FSK-Zeichen ab 16 freigegeben. Und hier hinten sieht man einen Kreis, einen magischen Kreis, genau. Und hier sieht man die zweite DVDs. Dieser hier ist ab 12 freigegeben und der hier ab 16. Schöne Farbe schon. Dann gibt es hier 5 Tarotkarten und zwar Mephisto. Dann hier Yukio Okumura. Oh, Izumo. Ja genau, Izumo. Entschuldigung, geht weiter. Ich hatte eine kleine Störung. Nun ja, hier sehen wir, und von der habe ich wirklich den Namen vergessen. Moment. Ja, tut mir leid, von ihr habe ich wirklich den Namen vergessen. Und hier sieht man schon wieder einen Charakter, von dem ich den Namen vergessen habe. Schlechte Vorbereitung, ich weiß. Dann haben wir hier 2 Postkarten. Hier haben wir Rin Okumura. Mit Vater Fujimoto, mit dem Kurikara. Hinten sieht man einen Dämon. Hier für die Marke, die Adresse. Und hier oben noch Blue Exorcist, wo drauf steht. Und hier sieht man. Auf dieser Karte sieht man Yukio Okumura und. Ich weiß, dass Yatsu den Hauptcharakter anzählt, aber ich habe wirklich den Namen vergessen. Oh. Nun ja, dann was wirklich toll ist, dass es ein 44-seitiges Booklet hat. Und davon zeige ich nur mal kurz einen Einblick, weil ich werde in einem Anime-Review von Blue Exorcist, werde ich dann genauer daran eingehen. Und nun ja, deshalb zeige ich nur das hier. Gut. Das war's von dem heutigen Unboxing und das nächste, was kommen wird, ist... ist das jetzt darf ich bloß nichts Falsches sagen, sonst lade ich es wieder in der falschen Reihenfolge hoch. Nun ja, wie ja schon vorher angekündigt ist, werden wir das alles Vorproduktion, also muss ich mich zusammenreißen, damit ich nicht alles falsch rum einordne. Und nun ja, ich habe jetzt, bis jetzt habe ich, ja, ich würde sagen, das wird das nächste aufgeladen und das nächste werde ich dann, oder als nächstes seht ihr mich dann bei dem Review von
das Verschwinden der Haruhi Suzumiya oder zuerst... Ah nein, zuerst, genau, zuerst kommt noch das Monatsupdate von dem Juni, was ich mir in diesem Monat so gekauft habe. Und das wird ziemlich viel sein, das wird ein bisschen... ein bisschen viel zu decken. Dafür wird es nächsten Monat ein bisschen wenig geben. Nun ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ciao.